Thema Mut verfilmt. Sein neuer Laden. Der alte ist laut Zitini jetzt von seinem Bruder übernommen. Ich darf freundlicherweise auch filmen, alles mit seiner Genehmigung. Und dann zeige ich euch mal den neuen Shop. Hier oben geht es hoch Richtung Kaulack. Das ist der neue Shop. Hier geht es Richtung Bang Yang. Auf der linken Seite kommt gleich der Burmesenmarkt. Und jetzt schauen wir uns das hier mal an. Hier kann man, wenn alles erfolgreich ist, noch einen Abzocker nehmen. Ein neues Logo, so wie es aussieht. Und die heiligen Hallen. Wir kennen sie ja schon auch ein paar Jahre. Machen unsere Tattoos ausschließlich bei ihm. Und es ist alles super sauber. Und ja, wir sind immer bestens zufrieden bei ihm gewesen. Und so wird es auch bleiben. Der Laden ist jetzt seit ungefähr einer Woche auf. Es muss noch einiges gemacht werden, allerdings nicht im Studio selber, sondern außerhalb. Verschönerungsarbeiten. Und ja, wir zeigen gleich unsere Wünsche, die wir haben. Und dann mal gucken, wann er Zeit hat, das zu machen. Das mal eben so kurz zur Info. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.